Ein ganz normaler Morgenspaziergang. Keine Ahnung, was passiert. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr gerne dabei sein. Wert. Diese Bilder aus Mühlhausen genießen könnt. Vielleicht habt ihr ja nicht die Zeit, selber rauszugehen, was natürlich schrecklich wäre. Oder es hält euch sonst etwas ab? Also lehnt euch zurück in eurem Sessel, Stuhl, wo auch immer. Und versucht diese Bilder zu genießen. Sitzt ein Bus hat. Maja, komm her. Da vorne ist Maja. Heute ist Sonntag. Deshalb wunderbar ruhig hier. Keine Autos. Und wir sind wohl die Einzigen, die schon unterwegs sind. Die Mühlhauser Halde. Hier unten fließt der Müllbach. Hier wurde wieder Gülle verklappt. Das ist leider so. Stinkt nicht mehr. Da oben Strom, Strom, Strom. Stört schon etwas die Idylle hier, diese ganzen Masten. Aber auch ich benutze gerade. Energie aus der Steckdose. Sollte mich also zurückhalten mit negativen Kommentaren. Maja, hier. Auch das Wort. Ja, sie muss jetzt erstmal an ihr Wasser, denke ich. Ihr morgendliches Bad. Maja, komm mal her. Komm her jetzt. Komm her. Hier. Hier. Aber schnell.
Komm her. Komm her. Hierher, Madame. Komm hierher, Madame. Ja, so ist fein. Ja, so ist fein. Meine Beste. Meine Beste. Da ist jetzt, glaube ich, ein Hase. Das hat Maya noch nicht mitbekommen. Muss auch nicht sein. Ich bin jetzt etwas unschlüssig, wie ich weiterlaufe. Ich denke, wir gehen mal an den Bach, damit Maya ihr Bad nehmen kann. Dann schauen wir mal weiter. Ja, hier unten alles Landschaftsschutzgebiet. Und hier Wiesen, auf denen wirklich Unmengen von Gille verklappt wird. So dass in diesem Bach eigentlich so gut wie kein Leben mehr ist. Denn dieses ganze Zeug wird natürlich auch, oder? Viel davon in den Bach geschwemmt. Keine Stichlinge mehr, keine Forellen, keine Krebse, keine Muscheln mehr. Als Kind hatte ich hier so am Nachmittag 5 Forellen mit der Hand gefangen. Sieht man keine mehr. Aber es war nicht meine Schuld, Leute. Denn die Stichlinge habe ich auch nicht rausgefangen und die sind genauso verschwunden. Auf den ersten Blick die pure Idylle, Landschaftsschutz. Aber wenn man genauer hinschaut, wie kann man so naiv sein? Oder? Das ist keine Naivität, das ist Lobbyarbeit in meinen Augen. Hier unten Schutzgebiet, Hunde an die Leine. Hier oben werden Tonnen von Gülle verklappt. Die Erde kann das ja gar nicht alles aufnehmen. Schon etwas zwiespältig. Aber Maya liebt den Bach. Ja, ist das fein, Süße? Ist das fein, meine Süße? Ja, ist das fein? Der Müllbach. Seht euch mal das an, ein Fischreiher. Was ist denn mit dem los? Bruder Reiher, was ist mit dir? Hä, warum fliegst du nicht weg? Hey. Hast du ein Problem? Oh, du Armer. Ja, was ist mit dir? Er laufen könnte ja. Aber nicht mehr fliegen, ne?
Das ist ein feiner, hey, das ist ein feiner Vogel. Na lau. Ja, ich denke, ich lasse ihn am besten in Ruhe. Was ist mit dir? Kann ich dir helfen, Bruder? Bruderreier? Irgendwie wirkt der noch ziemlich jung. Ja, aber ich denke, ich lasse ihn alleine. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ihn einfangen, Tierarzt. Wir gehen weiter, Maus. Wohin gehen wir denn? Hier kommt der Besuch. Was bist denn du für einer? Das mag sie nicht, du. Da hinten die Schwäbische Alb. Der Lupfen, Dreifaltigkeitsberg. Wir sind jetzt oberhalb von Mühlhausen und laufen jetzt zum Wasserfall. Brennnessel, Brennnessel, die gedeihen prächtig dieses Jahr. Könnte man eine Menge Chips machen, Tee. Heute nicht. Da unten ist der Wasserfall. Da drüben die Mühlhausener Halde. Jetzt geht's runter. Zum Wasserfall. So, wir kommen jetzt dann zum Wasserfall. Hier das Teufelsloch, das kleine Tal, durch das der Mühlbach dann fließt.
Das heißt, das ist eigentlich nur ein Teil des Mühlbachs. Weiter unten kommen nochmals zwei Zuflüsse. Die Quelle entspringt ungefähr, oder die Quelle entspringt, die Quelle befindet sich so einen halben Kilometer hinter der Straße. Ist also noch recht jung, der Bach. Der stinkende. So. Und hier einer der zwei Wasserfälle, die der Mühlbach so hinter sich lässt. Und halt leider hier auch schon Schau. Wirklich traurig. Ich werde mal versuchen, da runterzukommen mit euch. Hier einer meiner Lieblingssitze, mein Thron. Naja, das ist mein Thron. Jetzt gehen wir da runter. Ja. Süße. Ist das fein? Ja, ist schon schade, traurig mit diesem Schaum. Wie gesagt, der Bach war früher voller Fische. Nee. Und hier liegt das Fischlein. Ja, das soll es jetzt auch erstmal gewesen sein. Bilder vom Wasserfall. Ich werde jetzt langsam nach Hause laufen. Ein bisschen was frühstücken. Und dann sehen wir weiter. Gruß aus Mühlhausen. Könnte. Maja, das schon wieder langweilig wird. Und der Mühlbach.